Wir brauchen hier, wer bist du? Fallenkiste. Hofhundert? Hofhundert. Blumenteppich. Keine Ahnung. 5 Faden. Faden. Ja, na klar. Das macht ja sonst keine C-Commissions mehr. Die nehmen alle nur die hochrangigen Commissions an. Oh, wie geil, ey. Ich lache mich schlapp erst ganz unten. Oh. Kann im Museum platziert werden. Oh, schade. Coole Sache. Sorten. 5 Faden. Was brauche ich denn dafür eigentlich für eine Werkstatt? Wir gucken mal, ob unsere Näh-Dings ausreicht. Ich dachte, das macht ja sonst keiner mehr, die C-Commissions. So. Der Tunnel. Stahlhülle. 2 Stück. Habe ich noch welche? Nee, ne? Kann ich noch welche bauen? Oh, tatsächlich. Oh, sogar 2 Stück. Perfekt. Kann ich das direkt abgeben? Das Spiel kann auch einfach nicht aufhören, ne? Das ist schlimm. Direkt bei Albert wieder. Kann ich mir mit etwas Glück vielleicht sogar noch die Commission für heute einsammeln, die nächste? Müssen wir mal schauen. Albert? Righto. Nice. With this, we can start drilling the tunnel as soon as Mint returns in a few days. Oh, der ist gar nicht da. Sonja. Und nochmal 60 Punkte. I am thinking about settling down with Sonia for the rest of my life. Na, mach das doch. ja. Gut, die Ginger, die ist uns vorbehalten. Das ist in Ordnung. I love them too, in different ways. But there is something irresistible about Sonia. Na klar. You were right. I really do love her. But how do I know for sure she is the girl of my dreams? Fragen? Ah, you are right. I know what I'll do. You and I will create the perfect marriage proposal to Sonia. Bitte was? I have one sketch of a sapphire ring you could craft for her. When the ring is done, take it to me. Mache ich. Ich denke, wir sollten rauskriegen, was sie mag. You're right. I'm counting on you. Genau, es wäre sinnvoller, wenn sie nämlich, wenn er einen Saphirring macht und sie mag den nicht, ist doof. Fragen ist jetzt vielleicht die bessere Alternative. Da ist die jetzt schon mal weg vom Markt dann, aber es ist nicht so schlimm, weil, oh, die. Hi. We'll probably do some preaching over in South Block once it's up and running. Ugh. We have many followers among the travelers. Sonja, eine kurze Frage. Wie stellst du dir einen perfekten Ehering vor? Ist einfach so, hi, wir kennen uns ja zwar nur ganz kurz, aber sag mal, wenn du heiraten würdest, was magst du? Nur so. Ja, wir haben gerade so einen gekauft. Das heißt, wir sind unseren eigenen Ehering erstmal los. Schade. Verdammt. Ach, wir kriegen unsere Chance. Der kommt wieder. Wir helfen Albert doch gerne. Albert! She prefers the wedding ring. Got ya. Here's the rewards. Oh. This would be perfect. Tell Sonia to meet me at the harbor. Oh.
Hochzeit noch. Ach Mann, ich wollte doch eigentlich... Ich wollte doch ausmachen. Jetzt kommt hier noch ein Hochzeitsantrag, ein Heiratsantrag. Sag mal, Wer will dich heiraten? Das ist eine Überraschung. Dann müssen wir mit. Weg ist sie. Sind die jetzt beide am Hafen? Töfterhaltestelle? Kann ich da... Oh ja, da kann ich... Da ist eine Haltestelle. Da kann ich mit dem Töfter frei sein. Dann brauche ich nicht laufen. Taxi! Danke. Da sind sie doch beide. Da bin ich immer gespannt. Ich hoffe, er kriegt keine Abfuhr. Oh. Ich glaube, sie hat ja gesagt. Oh. Ich freue mich für Albert. Sehr schön. Sie hat ja gesagt. Kollege, was? Wieso hat sich jetzt... Egal. Dann machen wir mal Folgendes. Wir reisen mal noch zur... Forschungszentrum. Dann will ich noch mal ins Museum was abgeben. Ist doch keine halbe Stunde weg. Also zu Fuß vielleicht, aber doch nicht mit dem Auto. Das fährt ja. So. Jetzt muss ich mal gucken. Das Ding sollte aufleuchten, theoretisch, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe beim letzten Mal. Was war das jetzt? Mittelgroß, nicht groß. Hier geht nicht, ne? Genau. Das sollte theoretisch... Genau. Nee. Groß. Nee. Ha. Oben? Ich glaube oben, ne? Oben macht mehr Sinn. Da war irgendwie so Meereszeug. Das andere Ding hat doch aber... Eigenartig. Wenn ich so einen Hinweis kriegen würde, wo es hin darf, wäre echt nicht schlecht. Huh. Ultra groß, okay. Also rumprobieren. Eigenartig. Doch oben. Okay. Suche nach. Interessant. Reliktbörse. Okay. Nein. Das ist eigenartig. Verdammt, wo ist es hin?
Oh. Okay, Mist, habe ich sie jetzt weggeschmissen? Da. Ist doch eigenartig. Aber noch höher geht's doch nicht. Hä? Steht da dran, kann im Museum platziert werden, oder? Ja, kann im Museum platziert werden. Ach, mittelgroß. Verdammt. Klein. Groß. Auch groß. Gut. Dann muss ich unten noch mal gucken. Besonderer Gegenstand. Ach, hier. Tja. Warum auch immer. Na gut. Missionen. Den Faden, den können wir nochmal abholen, theoretisch. Der müsste fertig sein. Gehe ich jetzt mal stark von aus. Und dann sollte das erstmal passen. Ich finde das so geil, dass das Higgins auf dem letzten Platz ist, ey. Ich finde das total geil. Vor allem dieser Blick von ihm so seitwärts, so leicht schwenken, so hoch, so. Das ihm genau angesehen wie der Arsch, warum? Oh, einer fehlt noch. Benzin aufgebraucht. Nein! Zwei Ingame-Stunden. Ja, das ging hin. Montieren, aufstellen. Habe ich so einen Pflanzkasten gebaut? Den bestimmt irgendwo weggepackt. Oh, wir hätten sogar so einen Kasten da gehabt für die eine Quest. Für die eine Aufgabe. Das nochmal drüber. Drachensuppe, okay. Leidigen. Oh, das muss ich unbedingt nochmal zu mir nehmen. Oh, dauerhaft. Boah, ich habe die Kisten noch gar nicht aufgemacht, ne? Und so. Dann mal dauerhaft. Dauerhaft Angriff. Dauerhaft Verteidigung, 3 Stück. Heilung. Teil eines Relikts. Okay. Knochen. Baumzeugs. Was ist das denn? Bonsai, okay. Alte Teile. Okay. Was zum... Lama-Skulptur. Was? Okay. Warum auch nicht? Groß ist denn das Ding? Ja, nun. Lama Dama Ding Dong. Lama in the house.
Verdammt. Was soll's, ich tu's erstmal dahin. Nee. Ich passe hier nicht rein. Schade. Ich brauche so eine Art Tisch oder so. Dann geben wir das nochmal flott ab und dann war's das auch. Das ist doch perfektes Timing. Komisches Gefäß, haben wir auch Teile mitgenommen. Also gefunden, aus dem Karton bekommen. Tun. Isaac. According to history books, the Ufaula Desert existed even before the Age of Darkness. That's somewhat rare, since the geography of the world changed so much during the Day of Calamity. Okay, interessant. Hier, deine Aufgabe, dein Zeug. So. Dann soll das passen. Dann gehen wir eine Runde pennen. Ich werde auf Kamera noch ein bisschen Kram von den Aufträgen, was Zeitstempel dran hat, natürlich erledigen. Sprich, das Boxenstopp-Ding werde ich vorbereiten, wenn das geht. Da werde ich auch mal gucken. Und dann werde ich nebenbei halt ein paar Commissions machen. Weil wir wollen ja auf Platz 1 bleiben. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Oh, 82.000. Da könnten wir eigentlich mal in der nächsten Aufnahmerunde das größere Haus angehen, oder? Ich meine, das ist auch meine Geldbörse hier. Das dauert noch ein bisschen, aber auch nicht mehr so fern. Aber theoretisch... Ich bereite, wenn ich das schaffe, mal alles für das größere Haus vor. Die Ressourcen, die wir brauchen. Und dann gehen wir in der nächsten Aufnahme mal ein größeres Haus an. So, pennen. Gucken nochmal im Briefkasten. Ob da irgendwas Relevantes ist, was jetzt uns hoffentlich nicht außer Bahn wirft. So, aufnahmetechnisch. Oh, okay. Nichts im Briefkasten, auch mal schön. Gut. Dann gehe ich mal hier rauf und moderiere mal ab. Tada! Ich muss mal hier. Ach, ist das schön. So, was soll ich sagen? Doch wieder etwas länger gemacht als eigentlich geplant, aber bleibt nicht aus. Das Spiel macht halt viel Spaß, immer noch. Wenn ich tatsächlich mehr Zeit dafür finde. Mein Urlaub naht, wie gesagt, dann überlege ich mir noch ein anderes Projekt. Ich habe ein, zwei Sachen ins Auge gefasst und mal gucken. Ich muss mal schauen, was da am besten passt, auch zeitlich gesehen. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, lasst ein Däumchen da, teilt das, was euch gefallen hat. Fragen, Anregungen, schreibt mir was in die Kommentare. Ansonsten alles Wichtige zu mir und zu My Time at Porsche, wie immer in der Videoinfo verlinkt. Ne? Es war wie immer ein Pläsierchen. Irgendwas vergessen? Achso, ja, wenn ihr noch nicht Abonnent seid vom Kanal, macht das gerne, holt das nach. Das ist immer gut, so ein bisschen, wenn die Leute dann auch sehen, okay, es kommt eine neue Folge, sie gucken zu und das hilft mir auch ungemein. Das Glöckchen nicht vergessen und dann, wie gesagt, vielen lieben Dank nochmal fürs Zuschauen. Ohne euch bin ich nichts, auch wenn es ein sehr kleiner Kanal noch ist. Vielleicht ändert sich das ja zukünftig, vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall macht es Spaß, es ist ein Hobby, es ist eine Freude und wir sehen und oder hören uns bei der nächsten Runde My Time at Porsche, Skyrim, das klang gerade komisch, oder was auch sonst da noch auf dem Kanal erscheint. Also bis dato, reingehauen!